Willkommen zu einer weiteren Gelegevorstellung. Die Tiere sind vor 2 Tagen geschlüpft und die Verpaarung war Mojave Desert Ghost mit Enchi Head Desert Ghost. Wie man sieht, ein schöner bunter Haufen. Ist von allem etwas dabei. Die Quote für Desert Ghost, für visuelle Desert Ghost, scheint bei 50% zu liegen, also damit auch genau im Schnitt. Ich sag extra scheint, weil es manchmal bei Desert-Ghost-Kombinationen etwas schwierig ist, noch vor der Haut das immer sauber zu bestimmen. Deswegen wird es mit Sicherheit da vielleicht nach der Haut nochmal vielleicht eine Korrektur geben, wobei es hier eigentlich meistens schon relativ eindeutig ist. Ich habe ein Tier, wo ich mir nicht sicher bin, da gehen wir aber gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Schauen wir uns aber einfach die einzelnen Tiere mal in Ruhe an. Fangen wir mit der hier direkt an. Das ist eine wunderschöne Enchi. Für Enchi Desert Ghost definitiv zu dunkel. Also von daher ist es eine Enchi Head Desert Ghost. Aber ein wunderschönes Tier. Schöne Zeichnung. Kann man nicht sagen. Wunderbar. Dann nehmen wir vielleicht direkt das Tier hier oben. Ein schönes helles Tier. Hier haben wir Desert Ghost getroffen. Fokus mal richtig setzen. Sollte halt ein normaler Desert Ghost sein. Um noch was drin zu sein, ist einfach das Tier zu normal. Was nichts Schlechtes ist. Desert Ghost ist natürlich ein wunderschöner Morph. Ja, schön. Schöner Treffer. So, dann haben wir. Gehen wir hier mal weiter. Bevor wir zu den etwas bunteren Tieren kommen. Hier haben wir einen weiteren Desert Ghost Treffer. Diesmal in der Kombination mit Mojave. Sehr, sehr schönes Tier. Nach dem ersten Blick ein Weibchen, aber Geschlechter bestimme ich dann halt nochmal in Ruhe, wenn die erste Haut rum ist. Ja, sehr schön. Sehr schönes Tier. So, dann kommen wir mal zu den Mojave-Enchi-Kombinationen. Und zwar haben wir davon meines Erachtens 3 Stück. Ist aber nicht so ganz so einfach. Nehmen wir erstmal die etwas eindeutigeren Tiere. Das sind die beiden hier. Und zwar haben wir hier meines Erachtens einmal Mojave Enchi und einmal Mojave Enchi Desert Ghost. Der auf den ersten Blick ist der Unterschied jetzt noch nicht so gravierend. Man sieht meines Erachtens hier, ja, das war jetzt mein Handy, Entschuldigung, eine klarere Zeichnung, Abgrenzung der Farben, aber was ganz bedeutend ist, der Kopf ist bei diesem Tier hier rechts eindeutig heller. Ich denke, dass nach der Haut der Unterschied dann noch sehr, sehr größer ist und man das dann auch klar bestimmen kann. Aber beides wunderschöne Tiere und ich freue mich natürlich, dass dann hier der Treffer bei ist. Also allen Anschein nach, aber ich bin davon sehr überzeugt. Ja. Wenn sich jetzt auch das Tier anguckt, wirklich wunderschön. Fokus ist nicht immer so einfach mit der Kamera, aber wir kriegen das schon hin. Wunderbar. So, dann haben wir das letzte Tier. Das gibt mir noch ein bisschen Rätsel auf. Und zwar ist es einmal auseinander. Es ist dieses schöne Tier. Vom Körper her sehr schön hell. Relativ klare Strukturen. Vom Kopf allerdings definitiv zu dunkel. Für Desert Ghost. Also ich glaube, dass es eine Mojave Enchi ist. Von der Zeichnung her halt stark anders als die anderen beiden. Wenn man das nochmal daneben hält. Von der Grundfarbe viel, viel heller. Aber ja, ich wüsste im Moment nicht, was es anders sein soll. Von daher tippe ich auf Mojave Enchi Head Desert Ghost. Aber auch da lässt sich vielleicht einfach nach der Häutung noch wesentlich mehr sagen. Ist halt manchmal auch ein bisschen Lotterie, Glücksspiel und Raten bei der Bestimmung der Morphen. Aber wie gesagt, spätestens nach ein, zwei, manchmal auch nach der dritten Haut sollte man das bei den Tieren alles klären können. Prinzipiell sehr schönes Gelege. Ich bin damit sehr zufrieden. Eine schöne Quote, schöner bunter Haufen. So macht Züchten Spaß. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare oder kontaktiert mich anders. Gerne, jederzeit.
Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, macht das auch gerne. So verpasst ihr keine weiteren Videos. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.